wie immer Sie auch auf diesen wunderschönen Wagen schauen. Dieser Studebaker Golden Hawk aus dem Jahre 56 ist das abschließende und krönende Ergebnis einer Kooperation zweier großer amerikanischer Automarken von Studebaker und Packard. Der Golden Hawk ist einer der ersten amerikanischen Großraum-Sportcoupés in Serie. Unter die große Motorhaube passt Packards starker 8-Zylinder Big Block mit 5,8 Litern und 275 PS. Der Zylinderkopf hat einen Durchmesser von 10 und der Kolben einen Hub von 8,9 cm. Die Kompression beträgt 9,5 zu 1. Dieser relativ leichte Wagen mit dem stärksten Serienmotor seiner Zeit zählt somit zu einem der ersten Muscle Cars für Viertelmeilenrennen. Diese wurden allerdings erst 8 Jahre später eingeführt. Von 0 auf 100 schaffte es der Golden Hawk in 7,8 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit lag nahe bei 200 km pro Stunde. Dieser Golden Hawk hat eine Dreigang-Lenkradschaltung mit Overdrive. Das aus Fiberglas bestehende Armaturenbrett hat die typischen Anzeigen für Wassertemperatur, Ampermeter, Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahlmesser, Öldruck, eine Uhr, ein Delveco-Röhrenradio und als Besonderheit bei diesem sportlichen Wagen eine Anzeige für den Unterdruck im Vergaser.